Grüß Gott, ich schon wieder. Und ich möchte euch ein Sammlungsvideo machen über meine Lippies. Eine Abonnentin hat sich das gewünscht von mir und den Wunsch gehe ich gerne nach, weil Lippenstiftsammlung ist, glaube ich, sehr berühmt auf YouTube. Und ich fange zuerst mit der Drogerie an und zwar mit denen, die in meinem Päckchen sind, die ich immer in meiner Handtasche habe. Bevor ich anfange, wenn ihr meine Bronzesammlung sehen wollt, das Video verlinke ich euch unten in der Infobox, weil da habe ich schon ein Video gemacht dazu. Wenn ihr irgendwelche anderen Videos sehen wollt, einfach Bescheid sagen. Das sind die in meiner Handtasche. Hier habe ich einen von Manhattan, das ist aus so einer LA gewesen, aus so einer Nude LA, glaube ich, war das damals. Hier habt ihr die Farbe. Vom alten Sortiment habe ich noch ein Catrice Lippie. Da habe ich noch ein Backup davon, das ist nun mal der angefangte. 110 Gentle Beige. Dann haben wir zwei von Maybelline. Einmal die 715 Chocolate Cream. Da habe ich auch Swatches auf dem Blog. Die kommen, wie gesagt, dann unten in die Infobox. Ihr müsst dann nur gucken in die Infobox, wenn ihr Swatches haben wollt. Ein paar habe ich nämlich. Die kann ich euch ja unten verlinken. Ich glaube, da ist der von Manhattan sogar dabei. Bei irgendeinem Swatch-Post. Dann haben wir die 140 Intensive Pink. Ich drehe euch die ganz raus. So. Hier. Beides wunderschöne Lippies. Benutze ich aber leider zu selten. Noch in meiner Handtasche von MAC habe ich natürlich den Innocence Bieber. Und in meiner Handtasche noch war Lady Gaga 1. Den benutze ich aber kaum. Der war nur so in der Handtasche. Den habe ich zurückstecken vergessen in die Sammlung. Und jetzt kommen wir zu der allgemeinen Sammlung. Ich fange mit der Drogerie an. So. Hier ist einer von der Sexy Plexi LA. Hier, der pinke. Ist nicht wirklich mein Favorit. Ich finde, der verblasst zu schnell. Dann habe ich einen von Mistlin. Hier. Das ist die Farbe 72. Hier. Das ist so ein richtiger Orangeton. Ich glaube, die Farbe kommt doch gut rüber. Dann von Catrice 010 Be Natural. Auch sehr oft benutzt. Ist auch einer meiner Lieblinge. So, aus einem Tauschbäckchen habe ich dann Rival de Loup, weil in Österreich gibt es ja kein Rival de Loup. Das ist die Farbe 25. Da steht auch neu drauf. Kann ich euch auch zeigen, wenn das fokussiert. Aber natürlich. So, das ist diese hübsche Farbe hier. Da habe ich auch einen Swatch. Kommt alles unten dann in die Infobox. Hier habe ich einen von Rimmel London. Das ist die Farbe 080, One of a Kind. Den hatte ich mal drauf und dann haben mich die ganzen Männer mit dem mich angeschaut. Aber es ist eine schöne lilane Farbe. Kommt vielleicht ein bisschen gefälscht drüber. Er ist ein bisschen dunkler, als er jetzt in der Cam rüberkommt. Dann von P2 hab ich mir mal diese beiden Limitierten hier gekauft. Die waren von der Cirque de Boutique oder wie das da heißt. Das ist die Farbe, wo stehst du? 010 Fantastic Lips. Das ist diese mit diesem peachenden Gold. Und 020 Dazzle Lips. Das ist das mit dem Weiß und mit diesem roten Ton. Noch ein von der alten Catrice Verpackung. Das ist die 040 Noisette Cocktail. Den fand ich wunderschön. Und ich finde es schade, dass ich da dann kein Backup mehr gekauft habe. Das war der, den habe ich noch erwischt, bevor das Sortiment gewechselt wurde. Benutze ich sehr selten, weil ich nicht will, dass er leer geht. Ist nämlich eine wunderschöne Farbe. So, dann haben wir hier die Nummer 77 von BU. Da habe ich auch die 72, aber liegt draußen wieder mal. Das ist so ein Flieder-Lila-Ton. Habe ihn geholt für euch. Das ist die Nummer 72. Wenn ihr es seht, das ist dieser Ton hier. Ist so ein schierer Lippi. Den habe ich auch im Backup davon.
von Essence, die Nummer 53, All About Cupcake, den kennt eh jeder. Der ist auch ein hübscher Liebling. Von Manhattan, von dieser Kiss Coach Orlé, 59S. Das ist so ein Nude-Lippi. Aber ein wunderschöner Nude-Lippi. Wenn ich ihn weiter benutzen würde, würde er sicher alle gehen. Von Basic 50 Pearl Apricot. Hier. Nein, das werdet ihr nicht sehen. Ich werde das lassen. Das ist so einer mit so einem Kern in der Mitte. Ein Metallic Orangeton. Ist aber ein schöner Lippi. Und riecht gut. Von M&Y. Die Marke werden sicher noch ein paar kennen. Das ist von einer LE damals gewesen. Material Girl 809A. Der sieht so aus. Der Geruch von dem ist auch gut. Viele haben ja damals gesagt, der riecht nicht so gut, aber ich mag den Geruch von dem. Mich stört er nicht. Ist von Alverde in dieser grünen Verpackung. Das ist die Farbe 125 Coral Beige. Da war mal LE. Den trage ich auch wahnsinnig gerne. Habe ich auch Angst, dass er leer wird, weil das ist auch einer meiner Lieblinge. Von Essence aus dieser 50s Girls Reloaded LE, die Nummer 01, Back to the 50s, wäre der andere, den es da in der LE gab, der hätte mir überhaupt nicht gestanden. Den habe ich damals beim Tester sogar ausprobiert. Kommen wir schon zu zwei etwas teureren. Einmal diesen von Yves Saint Laurent und das ist einer von Lady Million. Wo ist die Schrift? Hier. Zu denen komme ich gleich. Kommen wir zuerst mal zu den Yves Saint Laurent, weil den habe ich mir auch selber gekauft. Das ist die Farbe 28. Und der ist schon sehr aufgebraucht. Deswegen spare ich auch mit dem. Hier. Moment, ich drehe euch ein bisschen weiter raus. Das ist auch eine wunderschöne Farbe. Eine wirklich wunderschöne Farbe. Und ich mag den Geruch von Yves Saint Laurent Libis. Da gab es noch eine andere Farbe, ich glaube 25 oder 24, die hätte ich auch noch wollen, aber wie ihr seht, habe ich genug Libis. So, dann zu diesen hier, zu Lady Million. Da steht keine Farbe drauf, aber den habe ich bekommen als Goodie beim Douglas. Da habe ich nämlich eine Menge gekauft und habe den als Goodie bekommen vom Douglas. Auf den bin ich deshalb sehr, sehr stolz. Und der riecht auch wahnsinnig gut. So nach ganz, ganz süße, übertriebene Zucker. Und die Form von dem Lippi ist auch sehr geil. Der ist leider schier, also den kann ich euch ausnahmsweise schön. Bei denen sieht man sowieso nicht. Weiß nicht, ob ihr den sehen könnt, der ist da. Also das ist nur so ein Glitzer-Schimmerteil. Aber ein schöner Lippi. Weiter geht's mit den MAC-Lippis. Also hier haben wir mal Two Pumper von der Feline LE. Dann Media. Pillow Talk. Meine Lieblingslippis, die 10. Ich habe ein Video gemacht und einen Blogpost dazu. Das verlinke ich euch auch in der Infobox. Alles, was mit Lippis zu tun hat, werde ich euch unten verlinken. Der ist Stiftengang fast. Dann habe ich einen von Weihnachts-LE, Mellow Mood von dieser, ja ihr wisst schon, das war dieses Set mit den Lipgloss und mit dem Lip Liner. Dann haben wir hier den Cindy. Kennt eh jeder, den Gaga habe ich euch ja eh schon gezeigt. Runway Red, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Auch ein wunderschöner Ton. Noch nicht so oft benutzt, aber ist ja noch relativ neu. Dann ein von der Tisney LE. Muss man das abgewöhnen. Das ist Dark Deed. Den kann man ja leider nur im Herbst tragen, aber er ist so eine geile Farbe. Wirklich so eine geile Farbe. Na, fokussier. Jetzt. Richtig geile Farbe. Dann von der Hey Sailor LE. C'est la vie. Bitte schön, hier ist er. Von der Surf Baby LE. Das war der
Hibiskus. Ich muss aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Hier haben wir auch Playtime von dieser quite cute Eleva, der damals. Kennen sich auch viele noch. Der war nicht so beliebt wie der Candy Yummy, obwohl ich finde, dass der auch eine wunderschöne Farbe ist. Vielleicht trage ich ihn einmal in ein Video, dann könnt ihr das sehen. Weiß gar nicht, ob es jetzt bei meinen Favoriten dabei war, bei den 10 MAC Lieblingslippies. Quiet Please. Champagne LA, glaube ich. Ist aber jetzt nicht so ein hübscher Lippie, hätten wir den schöner vorgestellt, aber okay. Playing Koi. So ein richtig krasser Newton. Das sind diese von dieser Shein Supreme. Da habe ich genau 3. Die werde ich jetzt alle hintereinander zeigen. Ultra Darling. Die gehen also doof auf. Ein bisschen weiter rausdrehen. Hier. Gada Dash. Habe ich auch mal getragen. Impressive. Auch sehr, sehr oft benutzt. Die trage ich eigentlich ganz gern, aber die schmelzen so dämlich. Also kann man die nicht so benutzen, wie man eigentlich will. Impressive. Ein wunderschöner Pink. Ist ja impressive, oder? Impassioned, Entschuldigung. Impressive haben wir gerade gehabt. Auch ein hübscher Pinkton. Candy Yum Yum. Einfach ein hammergeiler Lippi. Da kann man nichts sagen dazu. The Fairy Glen haben wir hier. Auch einer meiner Lieblingslippis. Ich hoffe, da kommt die Farbe. Er ist ein bisschen mehr peachiger, als er da hier gezeigt wird. Nicht mehr lang, dann haben wir es geschafft. Das ist mein voller Innocence Beware. Mein noch unangetouchter. Ich habe mir ein Backup dazu gekauft. Watch Me Simmer, auch einer meiner Lieblinge. Trage ich leider auch zu selten. Das ist einfach ein geiler Ton. Wirklich einfach ein geiler Ton. Also da kann man nichts sagen, der ist einfach... einfach cool. Dann wieder ein von der Disney LA, das ist Toxic Tale mit der Königin drauf. Auch ein hübscher Lippi. Leider auch zu selten getragen, aber ich habe den einmal auf einem... auf einer Autogrammstunde drauf gehabt, sind wir fotografiert worden und da schaut er echt cool aus. Noch ein von der Disney LA, auch mit der Königin drauf. Das ist Cine Sister, das weiß ich auswendig, weil das ist einfach ein hammergeiler Ton. Auch sehr oft benutzt. Trage ich immer hin und wieder so, wenn ich drauf Lust habe. Dann haben wir hier Fox. So ein Rosé. Rosenholzton würde ich ihn beschreiben. Bin aber nicht so gut im Beschreiben. Lady Gaga 2. Ein hübscher Nude-Ton. Tot-Nude-Ton kann man sagen. Full Fuchsia. The Fairy Glen. Das war einer meiner ersten Make-Lippies. Letzter Lippi. Letzter. Sophisto. Auch einer meiner ersten Lippis. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es vielleicht extrem lang sein wird. Ich hoffe, ich konnte dir, die sich das Video gewünscht hat. Ich verlinke ihren Namen hier. Liebe Grüße an dich. Danke für die tolle Idee, das Video zu machen. Und wir sehen sich alle das nächste Mal wieder. Bye!